Yo, 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 liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Mutant Year Zero Road to Eden. Ja, wir sind da und ich habe überlegt, wie machen wir es jetzt? Dann habe ich gesehen, die leben. Die sind jetzt gar nicht mehr so heftig. Und habe mir gedacht, wir gehen da jetzt frontal rein, um die kaputt zu dröschen. Ja, wir hauen den instant um. Das heißt, Bruder Bormen, Boden, liegt erstmal am Boden und der macht nichts mehr. So, dann nehmen wir uns den, übernehmen wir noch den Sektenjäger. Den stellen wir komplett davor. Weil, hey, guck mich an. Du sollst auf mich werfen. Und jetzt können wir das erste Mal die neue Waffe ausprobieren. Der Feind hat dich gehört. Ja, das ist nicht schlimm. Und zwar die von Dax, weil... Alter, guck mal, wie fett die auf dem Rücken ist. Die haben wir bisher noch nicht benutzt. Wow, krass. Super. Ja, früher waren die so... Diese Gegner hier, ne? Dass wir davor Angst haben mussten. Jetzt sind die ja so... Klatsch. So, der Sektenjäger bleibt schön im Feuer stehen. Aber ich kann auch nicht auf ihn schießen, dass ich sage, ich schieße auf meine eigene Einheit. Hm. Warte mal, Ente. Komm, du krittest doch. Jawohl. Krass. Na gut, das ist eine etwas ältere Map. Muss man ja auch zusagen, ne? Aber es ist einfach wunderbar, wie die... Das sieht so dämlich aus, die Schrotflinte mit dem Visier da oben drauf. Level Up ist halt tierisch praktisch jetzt. Können wir jetzt echt mal so ein bisschen nachziehen. Vor allen Dingen können wir auch mal jetzt alles so absuchen, als wenn hier nichts ist. Also, es ist ja auch nichts mehr da. Vorher sind wir ja immer... Oh. Geht's hier? Ach so, nee, wir mussten oben in den Kontrollraum, genau. Vorher war ja immer so ein bisschen... Das ist doch cool. Vorher mussten wir immer aufpassen, wo läuft man hin, dass wir nicht entdeckt werden. Jetzt kann es uns gerade einfach scheißegal sein. Und man sieht ja, man übersieht schon immer wieder was. Hier ist nichts drin. Zum Haus der Knochen brauchen wir nicht. Wobei, da vorne war noch... Oh, jetzt muss ich... Das ist ja nur schon einige Aufnahmefolgen her. Vielleicht könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben, weil ihr es gerade noch frisch gesehen habt und die Serie suchtet. Hatten wir da noch nicht irgendwo einen Platz, wo Hunde waren, gegen die wir noch nicht gekämpft haben, weil die vom Level auch so sehr hoch waren? Vorne liegt auch noch eine Handgranate. Hi. Schönen guten Tag, ich bin die Ente und ich möchte gerne ihr Leben haben. Diese Waffe finde ich so genial, Alter. Stone Cold.
So, dann ist das ja jetzt der Rest hier relativ simpel. Und dann haben wir das Gebiet hier auch endlich fertig. Damals haben wir uns ja hier durchgeschlichen. Okay. Das ist jetzt nicht so wichtig gewesen. 10%. Aber wir beschweren uns nie über Schrott, den wir kriegen. Ich meine, wir haben jetzt 541 momentan. Wir können noch ein bisschen einkaufen. Sie hat ja auch mal ein Medpack und sowas, was man dann doch vielleicht sich mal holen sollte. Was war hier? Na. Waffenteile sind auch immer gern gesehen, weil wir müssten... Ja, es wäre natürlich praktisch, wenn wir unsere lautlosen Waffen auch noch ein bisschen upgraden können. So, aber dann ist das jetzt hier auch clear. Meine Fresse, wenn du ein bisschen weiter bist. Someone likes to collect boxes. Hm, okay. Ja, wie einfach es doch ist, wenn man später in doch höherem Level hierher kommt. Wenn man immer so das Gefühl hat, so ein Level-Up bringt jetzt auch nicht so dermaßen viel. Notiz von Stalker Kalle. Wollt ihr euer Gesicht wahren, meidet den Norden. Der nördliche Ghulstamm, bla bla bla. Ach. Kommt her, ihr Ghule. Und jetzt rennen wir in Level 50 Gebiet rein. Oh, da gibt es sogar zwei Ebenen noch. Rechts auf der Karte steht Grönland, ganz klein. Steht hier bei, was das für ein Levelgebiet ist? Nicht, dass ich es jetzt auf Anhieb sehe. Okay. Ich weiß gar nicht, wann wir hier schon mal gewesen sind. Ich höre Geschichten über einen Clan, der unter dem Boden lebte, in einem Art Bunker. Die Geschichten sind richtig. Wir sollten über ihm stehen, gerade jetzt. Ein Bunker. Oh ja. So, wo geht's denn hier hin? Das ist so. Today I saw a giant robot sitting in a lake. I was across that off my bucket list. Oh. That MIMA logo again. These machines are linked. This one must have been a force to be reckoned with. Ja, wir haben ja schon mal so einen kaputt gemacht vor zwei Folgen. Okay, das scheint einfach echt bloß hier... Das ist eine Sackgasse. Vielleicht würde man hier das erste Mal den eigentlich sehen, wenn man das nicht wie ich ausgelassen hätte. Bestimmt ausgelassen, weil ich auf der Ebene davor schon Probleme hatte. Also wäre nur durchgeschlichen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich das hier auch ausgelassen. Mir gedacht habe, die sind hier wenigstens genauso stark oder stärker. Hallo? Wir sind da. Jemand zu Hause? Oh. Ja, er hat ja gesagt, eine Art Bunker. Okay, da vorne geht's weiter in... Was liegt hier? Irgendwas Ekliges, was schon vom Fliegen umgart ist. Okay. Hier ist der Bunker. This gate is centuries old. But whatever split it open was here within the last day. Whatever's in there might be waiting for us. Na dann mal gucken. Jetzt werde ich übermütig. Getting pretty deep. I'm not saying I'm scared, but oh, immer her damit. Okay, hier sitzt irgendwas Fettes. Hier ist alles aufgespießt und zerfleischt. These bastards are the most bloodthirsty ghouls I've ever seen. But we need to take them down before they butcher another settlement.
We have to hit them swift and straight like an arrow through their hearts. We have to be warriors. Na, wir sind doch Krieger, meine Güte. They were scared, all of them. I can feel it. Their souls have barely left their bodies. Meine Fresse, die haben wir unten richtig aufgeräumt. Ach, der Arme beim Trinken. Der hat doch gerade getrunken. Jetzt kann man sich drum streiten, ob es schön ist, aus der Toilette zu trinken, aber hey. Chemiefackeln, die habe ich auch noch nie benutzt. Hätte man vielleicht gegen so einen großen Roboter nehmen können, ne? Gut. Vielleicht beim nächsten Mal, weil ich meine, da macht man, glaube ich, mehr Schaden mit. Okay, da hinten sehen wir Gule, oben links im. So ein bisschen da, so jetzt mittig. I'm hungry. What about the cook? You want the cook to cook for us? He's got no food. No, I wanna eat the cook. Eat him. Nah, he's too bony. He smells rotten too. Yes, I smell like shit. Taste like shit too. Just shitty all around. You don't want to get near me. Okay. Also zuerst mal. Erstmal muss das Ding hier weg. Ich brauche keinen Medbot, der dazwischen rumfunkt. Das kann ich nicht gebrauchen. Den töten wir auch lautlos. Ich weiß nicht, inwiefern das sonst zu hören wäre. Ach, guck mal, jetzt hat er sogar noch eine EMP abgekriegt. Jo. Ich meine, drei Stück kriegen wir ja so umgenutzt. Das sollten wir ja mittlerweile schaffen, aber so ein Medbot dazwischen noch muss ich nicht haben. So. Bunkerleben, Tag 115. Wir haben seit Monaten kein Sonnenlicht gesehen. Einige Mitglieder der Gruppe leiden unter Vitamin-D-Mangel und haben nicht mehr die Kraft, die tägliche Arbeit zu verrichten, mit dem wir versuchen, uns mental und körperlich gesund zu halten. Die häufigen Streitereien münden vermehrt in Gewaltausbrüchen. Würde Olli uns doch wenigstens eine Stunde nach draußen lassen? Ich weiß nicht, ob der jetzt so eine Gefahr hier hinten ist. Aber wir müssen es ja nicht riskieren. Ich würde halt schon gerne den Koch retten. Also manchmal ist so das Laufen gar nicht so einfach. Noch die Pistole, ja. Looks like this community's got a lone survivor. Okay, wir haben Pyro, wir haben Schamanen. Okay. Die Taschenlampe aus. Komme ich da hoch? Oh.
Wobei, muss ich da hoch, ist die Frage. So. Gott. So. Ich muss da nämlich nicht unbedingt gleich hoch. Oh, ich guck mal hier, hinten ist so eine Treppe. So, der liegt eh lang. Charmy. Hatte ich gehört. Kann er ruhig. Ist ein kleiner Schlechter, das ist egal. Der Schaman muss erstmal weg, weil der wird auf jeden Fall Hilfe rufen. Aber mir war es lieber, der Pyro ist weg. Ja, gut. Prozent, 75. Komm, du musst treffen. Jawohl. Ich will den Pyro halt weg haben, der ist nächste Runde wach. Ich habe Bäume nicht weggenommen. Das war relativ dumm von mir. So, Magnus auch nach oben, weil... Lass sie rankommen. Und hier oben haben wir doch die besten Chancen. Keine Angst, Bormann, ich hole dich da gleich raus. Ja, kommt ran. Erstmal muss Bormann dahinter. Und geh bitte in die Überwachungsstellung. So, Dax, super Treffer. Ich könnte ihn jetzt nochmal übernehmen. Aber ich will's nicht. Verdammt. Magnus, erschieß ihn. Danke dir. Du musst nachladen. So. Er hat zwar keine... Vielleicht haben wir Chancen. Jawohl, super. Das war die größte Bedrohung. Die anderen drei sind ja bloß Nahkämpfer, die können jetzt nicht mehr so viel. Ach so, ich kann ja auch schießen, ne? Ah, es ist so krass mit den kritischen Treffern, die wir jetzt momentan hauen. So, Magnus, einmal nachladen. Okay, dann warte, dass sie reinkommen. Du genauso. Super. Ich glaube, du müsstest
25% Trefferchance hier auch. Naja, versuchen wir es. Hab's mir fast gedacht. Dax, wie sieht deins aus? 50%. Bist du ihn? Auch nicht. Gut, Bowman. Halt ihm mal die Schrot ins Gesicht. Dankeschön. Gut gemacht, Junge. So. Der letzte. Unbedingt Dax muss schießen. Ich finde diese Waffe einfach so geil. Sorry about that. Not too shabby. So, jetzt haben wir den Koch gerettet. Mal gucken, was der uns denn Schönes sagt. Oh, die haben hier schön viel Zeug in dem Bunker. Hey, follow me. Rauchgranate. Ist der noch? Oh, eine Truhe war da. Okay, 2 zu 2. Gut, brauchen wir nicht. Hab mir auch fast gedacht. Ich meine, wir sind ja auch in einem relativ älteren Gebiet. Wäre jetzt krass, wenn hier die besten Rüstungen wären. So. Oh, da vorne liegt ja auch noch was. Medipack ist immer gut. So, mein guter Koch. Können wir dir helfen? Oh, my saviors, saviors, dirty little saviors. I wish I washed my hands so I could shake your hands and paws or whatever's growing out of your arms. I'm not racist, I'm not. Please, tell me your names. You need to take a breath and calm down. You're the only survivor of your community. Your brain must be a little fried. And what we're trying to ask you is, are you a freaking whack job or what? No, no whack job. I'm Ebba. Ebba the cook. I'm the one who cooks and cleans for the pretty, pretty people. They were pretty. For decades, we hid from the zone. We were safe until the ghouls found a way in. You first hear the screams, and then the lights went out, and you can hear the scraping and the chewing. Hey, I'm no warrior. I'm just a cook, you know? Ebba, dirty little coward. We thought the last settlement was the Ark. We didn't know you existed. Well, you got to get out of the Ark more, mate. Get some exercise. We should get you out of here. Wait a minute. Did you say Ark? Oh, boy. You don't want to hear this. You really don't want to hear this. They kept saying they were gonna destroy the Ark with some, weapon that they're bringing to their masters. Some weird religious shit. They want to blow up the Ark and kill everyone inside. Everyone! Listen. These ghouls have a lair to the north. The leader is called the Grey One. They're just multiplying up there, breeding like zone rats. Please, please do something about them before it's too late. Woher weiß der feige Koch das? Es ist recht der, der hier nie rausgeht. Ja, dann viel Spaß hier drin. Wir schauen uns jetzt hier erstmal noch um. Hier hinten waren wir. So viel Schrott wie hier ist, ist ja geil, ey. Was haben wir da hinten noch Schönes? Nochmal Schrott. Verstecken war es wieder. Verstecken brauchen wir uns nicht. Ja gut, dann war es das hier drin. Das nächste Ding auch clear. Und dann gucken wir uns das Ghoul-Versteck in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und ein Like, falls ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis denn dann. Ciao, ciao.